Was bisher geschah in Gothic 2 die Nacht des Raben? Macht des Auges ist verbraucht. Dein Leben endet hier, Mensch. Weil den einen Ork wollte ich doch auch noch töten. Was geht ab, meine lieben Freunde, und ein herzliches Willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Gothic 2, die Nacht des Raben. Miliz Paladin. Ja, meine lieben Freunde, wir sind das letzte Mal, nicht hier stehen geblieben, wir sind das letzte Mal eigentlich da hinten stehen geblieben. Und, haben diesmal den guten Biff wieder im Schlepptau. Denn wie ich angekündigt habe, habe ich den Biff mit zur Drachenjagd genommen und, ja, würde gerne dann natürlich jetzt weiter mit ihm machen und weiter die Drachen töten. So, das heißt nämlich ein bisschen, besser. Gut, ja, meine Freunde, wollen wir doch eben nach oben zu Gessar und Gorn gehen, damit wir da direkt dann auch zu dem Weg gehen können. Also zum Gesteinsdrachen gehen können. Ja. Wir sind 27 Lernpunkte entfernt. Also, nee, haben wir jetzt. Wir sind nicht 27 Lernpunkte entfernt. Wir haben 27 Lernpunkte. Und, ja, dann sagen wir mal Gorn Bescheid. Hier hast du dich also verkrochen. Du bist auch nicht klein zu kriegen, was? Hast du schon Beute gemacht? Ich warte noch. Ich habe den Eindruck, dass da oben in der alten Felsenruine was zu holen ist. Nachts brennen dort Lichter und ich kann Schreie hören. Vielleicht ist es Lester, der in seine alte Felsruine zurückgekehrt ist. Kann nicht sein. Soviel ich weiß, wohnt Lester dort oben nicht mehr. Ein Drache? Höchstwahrscheinlich. Die Hochebene da oben wird bewacht wie die verdammte Schatzkammer des Königs. Leider ist das der einzige Weg zur Festung. Als ob die Drachen noch nicht schlimm genug wären. Sie haben anscheinend noch einige weitere Unholde im Schlepptau. Was ist mit den Orks? Ich beobachte sie schon eine ganze Weile. Die Barrikade, die sie da unten errichtet haben, soll irgendwas verbergen. Ich vermute, es haben sich schon Massen von ihnen dahinter versammelt. Du meinst noch mehr, als ohnehin schon hier sind? Würde mich nicht wundern, wenn sie eines Abends ihre Palisaden abreißen, in Scharen über den Pass marschieren und das ganze Land überschwemmen. Ich habe kein gutes Gefühl bei dem Ding. Wenn das passiert, muss ich zurück und Lee warnen. Er will ohnehin von der Insel verschwinden. Spätestens dann wird's Zeit, Mann. Was für Unholde sollen das sein? Ich habe sie noch nicht richtig erkennen können. Aber sie sind aufrechtgehende Wesen mit schuppiger Haut. Sie streifen über die Felsen wie Snapper, die eine Beute gewittert haben. Ich kann sie hier unten schnüffeln und schnauben hören. Ich glaube, sie haben die ganze Ebene da oben in Beschlag genommen. Ja. Kannst du mir helfen, in die Festung zu kommen? Ich weiß nicht so recht. Ich habe Angst, dass die Orks genau in dem Moment losschlagen, wenn ich gerade nicht hinsehe. Das ist Paranoia. Kann's nicht ändern. Ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich zu spät käme, verstehst du? Andererseits, was soll's? Wozu bin ich hergekommen? Lass uns die Ebene stürmen und den Weg zur Festung freikämpfen. Ein bisschen Bewegung kann nicht schaden. Außerdem will ich mir die Biester da oben mal aus der Nähe ansehen. Sag Bescheid, wenn's losgeht. Ja, dann los, auf geht's. Lass uns angreifen. Wie in alten Zeiten, was? Aber ich sag dir was. Das wird meine Schlacht. Diesmal werde ich vorangehen. Ja, Gorn, mach das, Mann. Aber bitte. Sterb mir nicht. Da habe ich nicht gar keine Lust drauf. Gorn, 760 Lebenspunkte bereits bestohlen. Schon wieder eins von diesen Biestern.
Sehr schön. So. Gorn hat nämlich nur das Talent, sich gerne in zu viele Gegnerhorn reinzurennen. Da haben wir es nämlich direkt wieder. Das meine ich nämlich. Das meine ich nämlich. So. Oh, Spielladen. Gorn! Bleib hier! Du Verdammter! Übertreib's doch nicht gleich wieder! Einer! Das war's mit dir, Mistvieh. Ja. Mensch, Gorn, du musst doch nicht immer gleich so aggressiv vorangehen. Oh nö, hör auf zu speichern. Gottes Willen. Danke, 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 danke. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Gönnchen, wo willst du hin? Achso. War ja ein Kinderspiel. So, mein Freund. Den Rest musst du allein erledigen. Heiz ihn ordentlich ein. Ich werde zurückgehen, die Orks im Auge behalten. Kein Problem. Ich sehe dich. Hoffentlich. Ja. Genau, speicher mal schön. Sehr schön. So, jetzt sind wir auch hier. Auf dem Rückweg werden wir die ganzen Echsenmenschen da hinten einmal beseitigen. So, wir speichern mal für uns selber einmal ab. Gut. So, dann wollen wir nochmal dahin. Ein Golem. Sehr schön. So, das Herz eines Steingolems. Das müssten wir unter... Hier. Ups, da. Herz eines Steingolems. Haben wir... Was? Haben wir 5 Stück von? Oh. Ja. Gut. Liv? Du musst auch mitkommen, ne? So. Wollen wir mal gucken, dass wir schleunigst zum Stein dran kommen? Ich. Das ging eigentlich relativ gut. Finde ich in Ordnung. Aua! Das sollte jetzt eigentlich nicht passieren. So, da müssen wir uns erstmal ein bisschen heilen. Mana. Bin ich irgendwie Heilpflanze oder so? Ne, natürlich nicht, ne? Doch da. Heilwurzel. Ganz krass, das haben wir Feldknöteriche. Heilwurzel, Feuernässe. Ja, gut, Tränke trinken ist trotzdem besser. So. Gut, jetzt sind wir hier. So.
Ja, wieder mal extrem laut. Okay. Harpyon. Klettern. Wo müssen wir denn hinklettern? Da oben? Irgendwie so. Wir speichern mal sicherheitshalber, aber erst nachdem wir uns geheilt haben. So. Mal einen guten Schluck nehmen. So. Will ich so speichern. Verdammte Echsenmenschen. Ihr kommt doch sicherlich jetzt runter, oder? Ja, da kommt sie schon runter. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Biff erledigt Harpyon. Biff erledigt Harpyon. Hä? Wodurch ist der denn gestorben? Egal. Spruchrolle. Was haben wir da jetzt für eine Spruchrolle gefunden? So langsam bekomme ich das Gefühl, dass ich mehr Geld von dir bekommen sollte. Ich will weitere 100 Goldmünzen. Ja, kriegst du. In Ordnung. Das will ich machen. So. So, was haben wir hier? Windfaus, Wolfrufen, Schlaf. Licht. Okay. No, es ist Stein Golem. So, weg mit dir. So. Großer Feuerball, ein Lederbeutel. Trank der Essenz der Heilung, okay. Wir sichern schon mal ab. Einfach aus reiner Neugierde. Aus reiner Sicherheit natürlich. Ja, nee, ist klar. Noch ein Stufenaufstieg. Was läuft denn hier? Eine Folteraxt. Eine Fischsuppe. Heilkraut. Eine Folteraxt. Ja, nee, ist klar. Noch Verwandlung in einen Feuerwaran. Einen Lederbeutel. Alter Schwede. So, weg mit euch. Buchständer. Gibt der was? Nö. Nichts Neues. Dann brauchen wir das auch nicht lesen. Hör auf, ich will das nicht lesen. Geh weg da nun. Danke. Oh, ich höre schon Dämonen. Nein. Will ich das hören? Weiß ich nicht. Wir sichern mal. Coole. Ein Belia-Schrein und ein Dämon. Ein paar Dietricher wären hin. So, coole Wein. Okay. Ja, nee, ist klar. Was haben wir da? Langbogen. Hoppala. Nee. So. Ja. Dämonen geben nix. Ein Belia-Schrein. Können wir unseren... Ja, die Klaue Belia verbessern. Dann, ja. 103 Schaden, 38. Okay. Ah, zwei. Es ist noch unter dem Zweihänder. Es können sich. Wir können aber ja mal so langsam auf Zweihänder trainieren. So nicht. So, Biff, komm mal mit. Wo kommst du denn jetzt her?
Fetcherquarz, Silberteller. Frag mich jetzt ehrlich, wo der Echsenmensch jetzt herkam. Er kommt. So. So, genau. Hier war mal eine Treppe, die ist nicht mehr vorhanden. Hallo, Bergkristall. So, das ist nicht mehr vorhanden. Also, jetzt wollen wir mal gucken, wo geht's denn jetzt am besten hoch? Das muss ja hier irgendwo in der Nähe sein. Lass mich raten, wir müssen hier hoch. Deswegen. So. Wir liegen. Was? Ja, genau. Der gute Biff, der kann nicht mit. Genau, das müssen wir jetzt nämlich jetzt alleine erledigen. Genau, der kann nämlich nicht klettern. So. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ein paar Dietriche. So, was haben wir denn da? Dietriche, Geld, Pfeile. Fisch. Okay. So. Da kommt man her. Eine große liebe Gesicht mit herzförmigen Augen. Mann und Frau halten Hände. Ja. Okay. So, ja, da gab es halt ein kleines, ja, kurze Unterbrechung gehabt, Entschuldigung. Gut, so. Komm her, du fette Hab hier. Ja, komm her. Sehr schön, sehr, sehr schöne Geschichte. So, aber bevor ich, so. Genau, das ist Steve. Hab hier war dann hier lang, okay. Und da ist tatsächlich noch ein Haar hier. So, komm mal näher. So. Wenn du meinst, da oben rumzufliegen, dann hole ich dich halt so runter. So. Aha, aha, aha. Ich glaube, Drachen sehen wir schon, oder? Die Frage, müssen wir aus rum oder da lang? Da müssen wir mal gucken. Wir gehen erstmal hier im Raum gucken, wo es hier so weitergeht. Ja, nee, ist klar. Ja, gut, ja. Gut. Da waren drei Echsenmenschen und die haben uns fertig gemacht. Uno Momento, ich muss noch mal gucken. Wo meine... Hier geht's. Gucken. Gut, wir sind am Fressen, am Fressen, am Fressen. Entschuldigung für diese paar Minütchen. So, ja. Genau, Harpien haben wir. So. Jetzt wollen wir ja versuchen, dass wir die Echsenmenschen wegkriegen. Das schleunigst. Ohne, dass wir jetzt Probleme kriegen. Sehr schön. Das ging ja eigentlich relativ schnell. Was heißt relativ? Das ging wirklich schnell diesmal. Ein bisschen nach hinten springen hat es gebracht. So, da, wo ich wusste, dass hier bestimmt irgendwas wieder liegt. So, wir wollen... Oh, wir können ja... Oh, wir haben so viele Lederbeutel. Alter Schwede.
Gut, die können wir später auch machen. Tränke. Ein bisschen. So, ich hoffe, die Klaue Belias kann uns bei dem Drachen helfen. Weil ich weiß jetzt schon, dass er sich wieder selbst heilen wird. So, was haben wir denn hier? Ein Steingolem! So. Sehr schön. Das war's dann mit dem Steingolem und den Echsenmenschen. Damit hat sie noch die Truhe, die wir auch in Gothic 1 schon hatten. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Die wir tatsächlich auch noch in... Oh, zwei Heiltränke. Das ist auch gut. So, sehr schön. Gut. Ja, gut. Dann wollen wir doch mal zum Steindrachen gehen. Zack. Alles mit dem, was geht. Hallo Benji, wo ist denn dein Bruder? Wo ist dein Bruder, Benji? Wollen wir deinen Bruder mal eben hier hochholen, ja? Und Moment, ich mache sogar dafür nochmal Pause, damit die Zeit nicht weiterläuft. So, der Dougal ist auch endlich hier. Gut. Sehr schön, gut. Und wir gehen jetzt zum Steindrachen. Ja, die spielen miteinander. Lass die beide spielen. Komm her. Sehr schön. So. Sehr schön. Auch das Auto speichern dauerhaft mitmacht. Finde ich super. Bei Gothic 1 ist es halt nicht so. Finde ich aber doch relativ gut, dass er nach jedem... Oh, schon wieder ein toter Drachenjäger. Oh Gott, ne. So, komm mal her, du Ex-Mensch. Ihr seid einfacher als Orks. Bin ich mit euch. So, wir haben 37 Lernpunkte. Dann müssen wir ehrlich jetzt mal überlegen, was wir hier... Ja, da ist er. Der Steindrache. Schaffen wir den noch? Ja, das will ich sagen. Spiel speichern. Wir sichern uns persönlich nochmal ab. Und jetzt... Scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. Haben wir das Auge aufgeladen? Da, nee, der wartet schon auf uns. Ist das da ernst? Der hat uns schon gesehen. So. Ist matt und ohne Glanz. Super. Spiel laden bitte. Sofort. Wir haben ja unten einen Alchemietisch. Den können wir einmal benutzen. Ja. Ich habe mir jetzt auch für Spine habe ich mir die eine neue Mod runtergeladen. Dauerhaft sprinten oder dauerhaft rennen. Die werde ich aber hier noch nicht benutzen. Die werde ich wahrscheinlich in den nächsten Projekten benutzen. Da müssen wir jetzt einmal runter, damit wir den Alchemietisch benutzen können. Ich vermute mal, Biff ist nicht mehr da. Gute mal, der hängt wieder vom alten Lager rum. Dann müssen wir jetzt einmal zur Bibliothek. Genas, habt euch lieb. Ihr seid ihr. Ich weiß, dass ich euch lieb habe, aber, ne? Alchemietisch. Tank der Stärke. Ja, die müssten wir auch noch herstellen. Das Auge in Ost wieder aufladen. Gut. Wir müssen das Auge gar nicht tragen. Also wir könnten jetzt eigentlich auch, die Dingens tragen. Die, Amulett der Krieger und so. Das Auge muss eigentlich nur aufgeladen sein. Hallo. Seid lieb miteinander. Habe ich gerade eben schon gesagt. Gut. Dann, das Auge gibt halt nochmal 10 plus. So. Weil, ja. Aber wir könnten auch mal bei Huno nochmal den Stärkering kaufen, den wir haben. So, wir haben so viele Sachen, ey. Das ist unglaublich. Zum Beispiel hier, Amulett. Der Amulett der Krieger. Ne, das haben wir dann plus 10. Und wir haben ja schon 110.
Hallo. 110. Hier Dingensbummens. Ihr wisst, was ich meine. 110, durch die Rüstung. Wir haben nämlich auch der Kraft. Genau, wir haben noch Schutz vor Waffen nochmal plus 5, also haben wir 125. Ah ja, Milizgürtel haben wir auch noch. Also haben wir damit ja die plus 10. Deswegen könnten wir, wenn wir jetzt die Stärke wegnehmen. Ja, ich weiß nicht, sollte. Wir könnten. Das Auge Innos muss nicht direkt getragen werden, ne? Aber dann haben wir weniger Stärke. Ich weiß es noch nicht. Also, wir speichern jetzt nochmal richtig. So. Jetzt kommt ja in den letzten 5 Minuten dieser Folge, werden wir da uns mit dem Drachen, dem Steindrachen, beschäftigen. Petrakan, oder wie der heißt. Noch so ein vermessener Wicht, der sich auf meinen Felsen traut. Ihr kleinen Menschen. So mutig, doch so zerbrechlich. Ich werde dir die Eingeweide herausreißen und dich an die Ratten verfüttern. Nicht so schnell. Ich trage das Auge Innos bei mir. Du wirst mir gehorchen und mir meine Fragen beantworten. Stell deine Fragen. Wer bist du? Ich heiße Petrakan und ich werde dir ganz langsam das Fell abziehen, wenn ich dich zu fassen kriege. Das ist schön. Wer von euch Drachen ist der Stärkste? Unsere Macht beziehen wir aus den Elementen dieser Welt. Ihre Hierarchie ist klar und einfach. Aus weicher Erde geformtes Land spendet Leben für alle Kreaturen unter der Sonne. Doch verschlingt es dich mit Haut und Haaren, wenn man ihm zu nahe kommt. Mit Stolz erhebt sich der Fels, der lieber bricht, als jemals nachzugeben, und begräbt so die Unachtsamen unter sich. Und doch bietet er den besten Schutz vor den Gezeigten. Der Funke des Lebens lebt in den tiefen Feuern dieser Erde, und doch verbrennt das Feuer alles in einem Atemzug und hinterlässt nicht mehr als Asche. Alle unsere Elemente erhalten und zerstören. Nur im zu harten Guss erstarrten Wasser wird alles zur ewig verweilenden Salzsäule, wo kaum Leben möglich ist. Ja, gut. In welchem Auftrag handelt ihr? Wer hat euch hierher entsandt? Über unser aller Heil und Wohl steht der Meister mit seinem Wort der Macht. Bald wird sich ihm niemand mehr entziehen können. Aus dem Reich der Toten langt sein Arm schon sehr weit. Die Geister der Nacht versammeln sich in freudiger Erwartung seiner Ankunft. Er wird über euch Menschen kommen und die Welt beherrschen. In seinem Schatten sind wir nicht mehr als Beiwerk seiner schöpferischen Kraft. Der Meister wird kommen, eure geplagten Leiber wieder aus der Asche zu erheben, um mit ihnen das Geschick der Erde neu zu richten. Genug der Worte. Deine kurzweilige Macht ist dahin. Das Auge ist kraftlos. Jetzt wirst du sterben. Okay. Aua! Ja, nee, ist klar. Ich wusste es, diese verdammten Drachen. Ja, kommt, das kriegen wir aber hin. Ja, das haben wir viele Degen. Magie. Ja, haben wir hier irgendwie Dämon oder so, Golem, Welt erschaffen? Oh. Stimmt denn nicht mit dir? Dougal? Wo ist Dougal?
Da bist du. Jetzt seid doch mal lieb miteinander. Legt euch doch zusammen hier rein. Wir beiden. Einfach da reinlegen. Und lasst meine Lampe in Ruhe. So. Untote vernichten die. Das ist, geht nicht. Ja, nee, ist klar. Einmal Feuerring habe ich noch. Okay. Ja gut, wir müssen es irgendwie schaffen, dieses verdammte Drachenwesen zu besiegen. Hallo. Dann wollen wir mal nochmal. Wer bist du? So. Genug der Worte. Aua! Hallo, damit! Oh! Du heilst dich viel zu schnell! Oh Mann! Und es gibt's ja wohl nicht. Warum haben wir hier niemanden, der uns hilft? Das ist so richtig nervig. Das ist der einzige Drache, wo uns keiner hilft, ne? Weil Biff kommt hier nicht hoch. Komischerweise wurde dieser nette Herr sich niemals, wurde ihm nicht beigebracht zu klettern. So. Wir haben jetzt Thema. Wir haben auch keine Spruchrolle. Wir können auch. Na komm. Versuchen das jetzt nochmal. Aua, warum trifft er mich dann trotzdem? Ja, wo gehst du denn jetzt hin? Ja, meine lieben Freunde, also, da müssen wir uns jetzt mal was überlegen. Wir werden uns in der nächsten Folge. Werde ich einmal laden. Und das einmal so speichern. Folge 50 übrigens. Und ja, wir werden uns mal überlegen, was wir am besten machen, ob ich die Goblins dann noch hole. Im nächsten Part. Und dann gucken wir mal, dass wir da irgendwie diese verdammten Drachen töten können. Also, meine Freunde, ich hoffe, es hat euch trotzdem wieder gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne noch einen Kommentar oder eine Bewertung da. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute. Ihr könnt gerne noch hier über mir einmal mein Nebenprojekt Age of Empires, die Divinity Edition, euch anschauen. Oder wenn ihr noch ein paar Folgen nachschauen möchtet, hier links von mir die Playlist zum Milizsoldaten und dem Paladin angucken. Und jetzt wünsche ich euch alles Gute. Schönen Tag oder Abend oder einen schönen Tag. Und bis dahin, seid erstmal tschüss. Haut rein. Ich bin Herz und bis dann.